Bullseye. In meinem allerersten Draft, wo ich habe ja bei beiden Drafts die ersten Spiele verloren, in meinem allerersten Draft habe ich erst in der Nachspielzeit ein Tor hinbekommen. Und beim zweiten, also dann habe ich beim Elfmeterschießen verloren, beim zweiten Draft habe ich gar kein Tor hingekriegt. So. Er hat in Form Ronaldo, in Form Benzema, in Form Bale, boah, in Form Iniesta, in Form Modric, weiß ich nicht, wer das ist, in Form DeMarcus. Also auf jeden Fall BBVA. Hier eine Menge BBVA. Mhm. 1-0, Benzema, dritte Minute. Wow. Okay. Das geht schnell. Gut, das war jetzt nicht prickelnd verteidigt, aber schön. Juch! Nice, Areola. Da hab ich ja vielleicht doch die richtige Wahl getroffen. Mist. Er sweatet! Und DeMarcus macht das Tor! Wow. Wow. Okay, wenn er sweatet, wenn er so spielen will, dann machen wir das doch. Danke. Jawoll, 2-1. Stark, Pardo. Gut. Was? Nice, Pardo! Pardo ist ja übel! Die Karte merke ich mir, falls ich meinen BBVA-Team machen will. Also Pardo hat das übelste Positioning, ey. Wie er da einfach bleibt. Guck mal, wie er da rennen und den schön reinschiebt. Herrlich, 3-1. Herrlich. Frustet. Joch, Koulibaly ist ja heftig. Scheiß auf Chemie, Koulibaly regelt. Und das Ding ist unglaublich langsam. Oh! Ronaldo! Oh! Benzema! 4-1! Junge, Junge, Junge! Ja, Ronaldo macht nichts, der Hund. Schöner Pass und Benzema mit dem Outside-Finish. Nice. Also, den normalen Benzema fand ich kacke, muss ich ehrlich zugeben. Aber dieser Inform scheint ja richtig abzugehen. Ja, da ist vielleicht was geworden. Ich glaube, jetzt quittet er. Yep, okay. Der erste Sieg überhaupt im Footdraft für mich. 2 Tore Benzema, 2 von Pardo, 3 Assists von Ronaldo und einer von Benzema. Geil. Also, Ronaldo ZM funktioniert, kann ich euch sagen. Draft Select, die ich glaube, ich spiele jetzt gegen jeden auf der ganzen Welt. Einmal. Warte, da stand gerade Gäste einer. Ich bin jetzt bei Draft zu zweit, oder was? Hero Ronaldo, in vom Griezmann, in vom Bale. Den kenne ich nicht. Den kenne ich nicht. Isco, in vom. Weiß ich nicht. Ich kenne fast niemanden davon. In vom Godin. Man of the Match war Rahn. Wir werden sehen. Ob die zu zweit gut spielen können. Hm. Okay. Okay, ich muss es auch mal tun. Tut mir leid, aber ich will unbedingt gewinnen, Mann. Ich will mal weit kommen.
Aber auch hier war DeMarcus der Assister in dem Fall. Komm, Hamis! Schade. Okay, das war ultra unverdient, aber I take it. I take it completely. Au! Oh, er hat Neymars Karriere beendet, Alter! Ja, das war aber dunkel, dunkel, dunkelgelb. Junge, was war das denn für ein Tritt? Oh, shit. Boah, ich dachte schon. Puh. Also er hat clearly Probleme. Oh, shit. Oh, shit. Oh, Koulibaly, Mann. Was war das denn? Was war das denn? Ja, okay, Alter. Ich habe extra alles übersprungen und er lässt laufen. Was ist das denn für eine... Okay, Alter. Ja, gut. Merke ich mir. Stark, Ronaldo. So will ich das sehen. 3-1. Schön. Alter! Benzema, Mann! Ich habe mich an ein Spiel erinnert, wo ich auch gegen einen Inform, ich weiß nicht, welcher Inform das war, gegen einen Inform Benzema gespielt habe. Und er musste einfach nur schießen, egal von wo, und der Ball ging rein. Da dachte ich mir, probieren wir das doch mal. Und zack, ins lange Eck. Klasse. Ja, Raiola, stark. Stark, Mann. Ja, sie ziehen einfach nur noch ab, Alter. Oh, Neuer. Oh. Oh. Koulibaly lässt nichts anbrennen. 4-1. Sick. Direkt in die nächste Runde advanced. Ronaldo ein Tor, Benzema drei Tore. Ronaldo eine Vorlage, Benzema eine Vorlage. Ramos eine Vorlage. Und DeMarcus eine. Also wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Dieser In von Benzema ist eine verdammt geile Karte. Unglaublicher Schuss, unglaubliches Finishing. Und Ronaldo als ZOM funktioniert. Okay. Mal sehen. Er hat Inform Griezmann, Inform Neymar, Inform Bale, Team of the Season, Promis. Inform. Boah, ich hab's gerade echt nicht mit dem Namen. Konoplyanka. Jesus. Okay, sein Team heißt Lörris. Oh nein, ein Skiller. Gegen Skiller kann ich gar nichts ausrichten. Aber das zählt nicht als Sieg, oder? Doch! Alter! 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 Nee, Mann! Ja! So sind wir im Finale! Junge, was war das denn gerade? Rosa Draft.
Und der hat auch einen Gast. Okay, Kaboom FC. Juch, er hat Sanchez, Man of the Match Ronaldo, Inform Eriksen, Inform Sterling, Hero Messi, Team of the Season Dembele, Inform Koscielny und den Rest habe ich hier nicht gesehen. Also es wird auf jeden Fall nichts Leichtes, auf keinen Fall. Nur weil da gerade sowas Behindertes passiert ist. Aber wie gesagt, ich bin happy. Es ist mir eigentlich egal, ob wir jetzt das nicht schaffen. Das ist mir total egal. Also wir sind ganz kurz davor. Wir stehen unmittelbar davor. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh gut. Fuck, ich hab meine Stimmbänder geschrottet. Okay. Nice, Sanchez. Thanks for the support, mate. Oh, starker Schuss! Pardo, Alter! Was ist dieser Pardo für ein Spieler, Mann? Wahnsinn! Zack, und drin ist das Ding. Pardo, Alter, unglaublich. Oh, oh, Benzema. Oh, oh, wow, Alter. Wow, Benzema, Mann. Ein unglaublich, was ist das für eine Karte, Mann? Unglaublich geil. Oh mein Gott, Alter. Rasiert Benzema. Starkes Ding. Okay. Der war jetzt eher anti-climatic. Oh, Ronaldo! Ronaldo! 3-1! 3-1, Mann! Ey! Ich kann das Footdraft gewinnen. Ich finde das gerade so Hammer, Mann. Starker Finish von Ronaldo. 3-1, Boys. Es ist absolut machbar. Es ist absolut machbar. Genau wie es absolut machbar ist, dass Bayern noch gegen Atletico gewinnt. Alter! 4-1, Benzema! 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 Karim Benzema! Absolut geiler Pass von Ronaldo mit dem Ausriss und dann, mit Ausriss finde ich schon Benzema. 4-1, Boys. 4-1. Boah. Sorry, dass ich gerade so abgehe, aber ich finde das gerade so hammergeil. Ich bin gerade einfach von Emotionen durchbohrt. Boah, starker Tackle, Alter, von Koulibaly. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass so ein geiler Verteidiger ist. Pa! Sit down, Ronaldo, Koulibaly, Alter. Areola! Wahnsinns-Parade! Ich kenne jemanden, der gerade ausrastet. Oh, mein Mikro ist runtergefallen. Ah, mein Mikro hängt an meinem Stuhl. Okay. Aber Leute. Cristiano Ronaldo mit dem 5. Nein. 5-1. Boys. Ich glaube das gerade nicht. Ich bin speechless. Oh lol. Nice, Areola. Meine Fresse, Areola. Also wenn ich
jemals eine Liga BBVA-Team mache, dann gucke ich auf jeden Fall nach diesem Pardo und nach Areola im Tor, Alter. Das ist ja unglaublich. Areola. Der Titan. Eins haben wir das Foot Draft gewonnen. Wir haben das Foot Draft gewonnen, Boys. Ich glaube es nicht. Ich bin komplett speechless. Ja, da war das Origin Achievement. Zum ersten Mal Foot Draft gewonnen. 2 Tore Benzema, 2 Tore Ronaldo. 2 Vorlagen Ronaldo, 1 Benzema, 1 Neymar und 1 James Rodriguez. Und 1 Tor von Pardo. Das habe ich jetzt leider nicht gesehen. So, wir haben gewonnen.